Wir haben dann in diesen Atomtransporten auf der einen Seite eine ganz konkrete Gefahr gesehen, Strahlenbelastung und Unfallgefahr und so weiter und so weiter. Also es war natürlich mit ein Element der Bedrohung durch diese Technologie und auf der anderen Seite aber auch eine Schwachstelle des Systems, wo man ansetzen konnte, wo man also dann auf diesem Verkehrsweg dann irgendwie auch gucken konnte, wie man dem Widerstand entgegensetzt. Und das waren so die Bestrebungen herauszufinden, wann läuft dieser Transport, wo kann man dann sich in den Weg stellen, wo kann man irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwie nicht glatt durchgeht und wie kann man einfach den Preis sozusagen für diese Technologie in die Höhe treiben, den gesellschaftlichen Preis und auch den Kostenpreis, um klarzumachen, dass das ist der falsche Weg. Erinnern Sie sich da an direkte Aktionen, an denen Sie Ich beteiligt weiß, waren? genau, ich weiß, dass ich mal nach Nordenham gefahren bin. Das war so ein Hafen, dann auch über den Atommüllbehälter angelandet wurden. Und da ist man halt kreuz und quer dann durch die Gegend gefahren, hat dann immer versucht, es war ja nicht so, wie man es heute kennt, dass man viel Handys hatte und so. Man musste dann irgendwie immer versuchen, Informationen, Kommunikation hinzukriegen, ja, dass die Informationen, die irgendwo rekrutiert wurden, dann auch wiederum an diejenigen, die jetzt aktiv waren, die sich in den Weg stellen wollten, irgendwie weitergeleitet wurden. Und dann versucht, hier oder da dann irgendwie mal sich in den Weg zu stellen, sozusagen, dass dann ein Transport nicht laufen kann. Das ist dann in Gorleben nachher. Hat es ja eine gewisse Professionalität angenommen, was so ganz erbaulich war eigentlich. Ja. Haben Sie sich auch auf die Schiene gesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mehr. Das ist auch eine ganze Weile her schon alles. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Schiene. Sie haben ja auch diese Schotteraktion Ja. erwähnt. Haben Ja. Sie mitgeschottert? Ich habe, ich weiß nicht, ob ich da einen Stein angefasst habe, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich fand es eine gute Aktionsform, auch mal wieder klarzumachen, wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren, was hier passiert. Ja? Wir greifen da auch zu Mitteln, die über, ja, wir greifen zu adäquaten Mitteln, die also adäquat sind, um wirklich auch Widerstand zu leisten. Es geht hier nicht darum, dass nur. Es ist ja letztlich nicht demokratisch entschieden worden, dass wir jetzt diese ganze Technologie haben wollen. Insofern wieder so, nicht, was ich vorhin sagte, es muss Widerstand geleistet werden. Und da musste dann jeder für sich entscheiden, was er noch als legitim angesehen hat. Und insofern bin ich bei diesen Schotteraktionen mit dabei gewesen. Also es ging ja darum, überhaupt so an dieses Gleis heranzukommen und dort vor Ort zu sein. Und letztlich ging es ja darum, diesen Transport von Atommüll an den Ort, den möglichst teuer zu machen. Also dass das gesellschaftlich teuer wird sozusagen. Ja. Und, das äußert sich darin, wie viele Polizeikräfte gebunden werden, um das überhaupt zu ermöglichen. Ja, wenn also ein Schienenstrang mit einem massiven Polizeiaufgebot bewacht werden muss, dann ist das natürlich ein hoher gesellschaftlicher Preis, der dafür gezahlt werden muss. Und darum ging es im Grunde genommen, dafür zu sorgen. Ob da jetzt ein Stein hin und her gerückt wird oder nicht, das war irgendwie allen Beteiligten klar, dass Steine, die weggerückt werden, auch schnell wieder hingerückt sind und so weiter.